100.000 Euro, die erste magische Hürde für den langfristigen Vermögensaufbau. Ich habe, wie auch viele andere YouTuber, ein Video darüber gemacht, warum es wichtig ist, gerade am Anfang auf Konsum zu verzichten, um die ersten 100.000 Euro so schnell wie möglich aufzubauen. Denn wenn man diese erreicht hat, ist der Sprung auf die nächsten 100.000, sprich von 100.000 auf 200.000, deutlich einfacher und erfordert auch viel weniger Aufwand und Zeit bei gleichbleibender Sparrate. In diesem Video will ich aber darauf eingehen, warum die ersten 100.000 als Ziel nicht ausreichen in der heutigen Zeit und warum eigentlich mehr notwendig ist. Der Mythos der ersten 100.000 Euro beruht auf einem Zitat von Charlie Munger. Charlie Munger, die rechte Hand von Warren Buffett, hat gesagt, die ersten 100.000 sind eine Bitch, aber da musst du durch. Und damit hat er vollkommen recht, die ersten 100.000 Euro sind die schwierigsten. Aber das Zitat stammt aus den 90er Jahren und in der Zeit ist einfach viel passiert. Das genaue Jahr war 1998, das habe ich in einer Quelle gefunden, konnte das aber nicht mit anderen Quellen validieren. Und wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, dann hatten wir von 1998 bis 2023 eine Inflationsrate von insgesamt 59%. Das bedeutet, dass Güter und Dienstleistungen um 59% im Preis gestiegen sind. Das mag einem gar nicht so viel erscheinen, ich habe auch ein bisschen gedutzt, weil gerade in den letzten Jahren, in 22, 23, hatten wir hohe Inflationsraten von 6,9 und 5,9%, aber die Jahre davor waren wir wirklich immer nah an den 2%, was auch das Ziel war, meistens sogar ein Stück drunter. Das bedeutet, wenn Charlie Munger damals von 100.000 gesprochen hat, wären das heute 159.000. Weiterer Faktor ist ja auch der Wechselkurs. Charlie Munger hat ja von den ersten 100.000 Dollar und nicht von den ersten 100.000 Euro gesprochen. Klar, Amerikaner haben natürlich auch andere Umstände, also andere Lebenshaltungskosten, andere Steuer-, Sozial- und Rentensysteme. Aber ich will trotzdem es einfach mal für den Wechselkurs durchrechnen. 1998 musste man für 1 Dollar ca. 1,75 D-Mark hinlegen. Umgerechnet, nochmal mit einem Verhältnis von 2 D-Mark sind 1 Euro, wären die 100.000 Dollar 1989 ca. 87.500 Euro. Wenn man das jetzt mit einfließen lässt, dann würde es den Effekt etwas abschwächen. Somit wären heute nicht mehr 159.000 Euro notwendig, sondern nur noch 139.000 Euro. Für den aktuellen Wechselkurs von 0,93 Dollar pro Euro würden die 100.000 Dollar von 1989 heute inflationsbereinigt ca. 150.000 Euro entsprechen. Und wir sehen, dass es auf jeden Fall den Effekt etwas abschwächt. Ich würde aber jetzt in den weiteren Berechnungen bei den 159.000 bleiben, einfach weil die Umstände in Amerika doch deutlich anders sind. Wenn wir jetzt darauf blicken, dass die Zahl wirklich deutlich größer ist, macht das auch Sinn, weil Geld hat einfach stark an Wert verloren in der Zeit. Vor 25 Jahren, da zum Beispiel jemand, der 1 Million hat, der hatte ein Einfamilienhaus, ein schickes Auto und der war schon, der galt als reich. Heutzutage mit 1 Million kriegt man irgendwie ein rein Mittelhaus in Stadtnähe, ne? Also vielleicht nicht so extrem, aber die Message wird hoffentlich klar, dass Geld einfach in der Zeit wirklich enorm an Wert verloren hat. Schauen wir, wie sich das auf die absoluten Ausschüttungen auswirkt. Zur Vereinfachung gehe ich davon aus, dass wir 7% pro Jahr Ausschüttungen erhalten von unserem Investment. Bei den 100.000 Euro wären das 7.000 Euro im Jahr oder 583 im Monat. Bei den 159.000 wären wir bei 11.112 Euro im Jahr oder 926 pro Monat. Gerade wenn ich jetzt auf diese zwei Zahlen blicke, finde ich es auch wichtig, dass man sich einfach diese absoluten Ausschüttungen auch mal vors Auge führt. Denn von den 900 Euro könnte ich zum Beispiel meine Miete locker decken und noch weitere Fixkosten. Die 500 Euro würden bei mir nicht für die Miete reichen. Und daher ist, glaube ich, auch irgendwie ein Punkt, den man berücksichtigen sollte. Und gerade wenn es für einen ja vielleicht auch wichtig ist, was ist diese magische Hürde im Sinne von den Ausschüttungen, dann kann die Zahl vielleicht sogar noch höher sein. Nicht nur 159.000, sondern vielleicht eher 200.000. Ich will hier auf einen zentralen Punkt hinaus. Oft wird davon gesprochen, dass wenn man die ersten 100.000 erreicht hat, man vom Gas gehen kann und es ein bisschen langsamer angehen kann. Die Berechnungen zeigen aber hoffentlich, dass es eigentlich mehr sein müsste. Also sprich, am besten ist es wirklich bis 150, eher bis 200.000 durchzuziehen und diese so aggressiv wie möglich aufzubauen. Am besten ist es natürlich einfach konsequent weiterzumachen bis zur ersten Million. Trotzdem sind die ersten 100.000 Euro ein wichtiges Ziel, was auch du dir setzen solltest. Ich gebe dir 4 Gründe, um das ein bisschen zu relativieren. Erstens,
Es ist einfach ein psychologisches Ziel, auf 100.000 Euro hinzuarbeiten, das erste Mal das Depot, das Vermögen im sechsstelligen Bereich. Das ist einfach klasse und das wirkt motivierend und sorgt auch für Disziplin. Denn 100.000 Euro sind schon irgendwie viel cooler als 99.237 oder so. Der zweite Grund ist, Charlie Munger hat damals dieses Zitat, der hat die 100.000 Euro ja einfach rausgeschossen. Da ist ja keine Kalkulation dahinter. Genau bei 100.000 Euro ist der Punkt, wo es kippt. Also es ist ja nur eine Richtgröße und es sorgt einfach dafür, dass man hier wirklich was hat, woran man sich festhalten kann. Drittens, wenn du die ersten 100.000 erreicht hast, hast du ja auch schon das Mindset dir aufgebaut. Sprich, du kennst den Umgang mit dem Investieren, mit dem Geld. Von daher solltest du da einfach weiter Gas geben und so dann auch schnell auf die 150 kommen. Und viertens, auch wenn jetzt die Kaufkraft von diesen 100.000 Euro weniger geworden ist und man damit weniger machen kann in der realen Welt, ist es ja trotzdem weiterhin gültig, dass die nächsten 100.000 schneller gehen. Von daher ist einfach rechnerisch, faktisch, dass die ersten 100.000 Euro die schwierigsten sind. Falls du dich jetzt dafür interessierst, wie lange du für die ersten 100.000 brauchst und wie es auch möglich ist, für dich die 100.000 Euro so schnell wie möglich zu erreichen, verlinke ich dir hier mein Video dazu.